geht's dir so? Mir geht's ganz gut, dir? Ja, mir geht's auch ganz gut. Und wie läuft's in deinem Job? Warte mal, ich hab grad einen Einsatz reinbekommen. Okay, wo dann? Warte mal. 2057. Okay, ja. Ja, ich fahr mal los. Kommst du mit? Ja, ich komm mit. Ja, gut. Durchsicherte Straße. Sollen wir direkt ganz vorne erstmal hier stehen bleiben? Ich glaube erstmal hier stehen bleiben. Stand denn was in dem Einsatzding drin, oder? Nee, stand nur die Poststation drin, aber wer ist uns denn hier hin? Was soll denn hier sein? Das hier. Weiß ich nicht. Wollen wir uns sonst erstmal ums Haus angucken? Ja, ich zieh erstmal einen Helm an. Okay. Dann lass mal rumgucken. Ich mach kurz eine Tasche und hier von den Helm. Ich auch. Ja. Ah, da vorne rechts ist der Eingang. Man kann ja eigentlich. Also, was soll. Also. Was ich macht man hier denn nur? Macht man hier? Das ist die Frage. BMX. Alkohol? Gut. Ich klopfe mal an der Tür. Knock, knock. Hallo, jemand zu Hause? Polizei. Hallo, jemand zu Hause? Polizei. Nein, ich glaube, da ist niemand, aber der spielt, wie man sieht, mit Messern. Ja, aber hat, kann nicht so gut treffen, würde ich sagen. Ja. Lass mal weiterziehen. Ja, ich lege die Terrasse, geht nicht weiter und da vorne geht es auch nicht weiter. Lass uns einfach einmal ums Haus. Ja, lass mal gucken. Waschmaschine, Alter. Und Hunde. Funky. Ja. Hat heute noch nicht gefressen. Aber sonst. Ich geh mal hier die Treppe hoch. Ich komm mit. Hallo, ist hier jemand? Polizei, hallo. Polizei, hallo. Ah, nee, obwohl vielleicht ist ja auf dem Dach jemand. Vorsicht, geh mal aufs Dach. Ja. Ah. Nee, hier ist niemand. Da hoch kommen wir nicht. Dann lass wieder runter.
Glaubst du, es ist jemand im Wasser oder sowas? Weil hinten ist ja auch ein Leuchtturm im Wasser gewesen. Ja, stimmt, das ist ein Leuchtturm. Ja, gucken wir mal. Lieber zu viel gucken als zu wenig. Richtig. Ich würde sagen, wir fahren ein Stückchen hier vor, oder? Na ja, können wir machen. Auf jeden Fall, ja. Zum Glück ist es ja Tag, dann ist das mit dem Licht nicht so schlecht. Klettern wir kurz rüber. Ja, komm. So. Fahr doch mal vor, ein Stückchen. Ich nehme mal einen Notfallrucksack mit für den Notfall, ne? Jojo, ich nehme mal. So, wie sieht's aus mit dem Schwimmen? Kannst du gut schwimmen oder soll ich dich absichern? Also ich würde sonst kein Seepferdchen, glaube ich. Ich habe kein Seepferdchen. Ich kann das nicht. Am besten schwimmst du rüber und wenn irgendwas ist, dann gehen wir kurz, funken wir uns kurz an und dann kommen wir hinterher oder sowas. Also schwimmst du nicht mit? Nee. Aber ich kann dir vorher den Notfallrucksack geben. Obwohl, du sagst wie? Ja, sag ich glaube, das geht nicht. Doch, gut. Echt? Ja. Aber hier unten ist nichts, ne? Oh ne, hier ist schön flaches Wasser. Kann man auch reingucken, sehe ich hier nichts. Ich stell mal kurz den Rucksack hier ab, dann kannst du den mal nehmen. Ja. Das machst du einmal schräg. Ach so, ich hab verstanden, Haar und ich. Nee, genau, guck mal, und dann musst du gleich über den Ellmuskel ausziehen. Ja, gut, mach mal über den Ellmuskel bei Schutzweste. Okay, ich schwimm mal rüber. Jo, mach das mal. Also dann halt auch über den Ellmuskel dann mal Schutzweste, weil wenn du das nochmal so Schrägstrich per X machst, dann geht deine ganze Kleidung weg. Okay. Komm, kommt man überhaupt hoch? Ich probiere gerade, ja. Kann ich hochklettern. Hoch in den Leuchtturm kommen wir nicht, oder? Na, ah, weiß nicht. Ich lauf einmal rum. Hallo, ist jemand zu Hause? Hallo. Knock, knock. Nee. Also hier drüben, ich kann auf jeden Fall nicht sehen, dass man hier hochgehen kann. Und ja, habe ich nichts gesehen. Aber da hinten auf der Insel scheint ein Haus zu stehen. Ja, aber es wäre jetzt ein bisschen dumm. Einmal alles abzusuchen, oder? Oder willst du wirklich einmal komplett absuchen? Weiß nicht, zur Sicherheit. Ich hab mal vor, wie es jemand verlässt. Na stimmt, hättest du mit dem Helikopter machen müssen, ne? Ja, aber jetzt noch einen Helikopter zu besorgen, dauert glaube ich ein bisschen zu lange. Und ja, das stimmt. Soll ich sonst einfach mal schnell rüberschwimmen oder kommst du dann mit? Weil sonst kann ich ein Seil. Da können wir ein Seil an unseren Gürtel festbinden. Ja. Dann zieh ich dich sozusagen mit. Willst du wirklich rüber schwimmen? Ja, würde ich machen. Ja, mach das mal. Ich zieh ihn gerade mit dem Seil. Ich hab ihn festgebunden, oder? Hoffentlich kommt er da hoch. Ja. Oh! Oh, Kollege. Ja, geht so, das ist doch nicht so kalt. Dann leg ich das hier hin. Dann gucken wir hier mal. Willst du sonst den Rucksack wieder nehmen? Oh ja, ich nehme das kurz. Leg ihn einfach raus. Schön. Oh, dann lass mal gucken. Aber das Haus sieht nicht bewohnbar aus, würde ich jetzt sagen. Ja, stimmt. Achso, ja, ich kenne das nämlich aus einem anderen Stadt, dass das hier ganz ist. Ja, gut, das war noch ein Fall. Ja, das kann ja trotzdem sein, dass irgendwie ein Obdachloser liegt oder sowas. War jetzt ja nicht. Ja, stimmt. Zu sehen. Gut, dann, würde ich sagen. Ja, lass mal, aber. Ja, komm, das war schon. Ja, gut, okay. Ohne Seil oder mit? Ja, dann können wir auch. Na komm, schaffst du das auch ohne Seil, oder? Ja, also Mann, wie soll es nicht liegen? Ja, mir auch nicht. Achtung, du fällst glaube ich runter, pass auf. Ah!
Dann können wir gleich abrücken, ne? Ja, ich glaube schon. Ist deine Ausdauer noch da? Ja, ich schaff's noch. Sollte in Zukunft lieber Sport machen, ein bisschen mehr. Ja, ich auch. Ich merk das schon. Ja, ich glaube, morgen gibt's ordentlich Muskelkater. Oh ja. Einpacken, ne? Ja, aber ich hab oben noch, bevor wir fahren, habe ich noch in meinem Wagen noch was getrunken, wenn du willst. Achso, ja, würde ich nehmen. Ich hab ein bisschen Brust noch. Ich hab noch einen Kaffee da drin, ich weiß auch nicht mehr. Ja, gut, Kaffee würde ich gerne nehmen. Ich weiß nicht, ob der kalt ist, aber auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal Brust. Kalt oder warm, egal. Ja. Hauptsache Kaffee. Na ja, gut, dann packe ich erstmal mein Rucksack und meinen Helm und dann meine Wechselkleidung, weiß ich nicht. Ich habe noch eine andere Jacke, eine Hose habe ich nicht mehr. Egal, du, oder? Ich glaube, ich habe noch eine Jacke. Ach, schon, ja. Ich zieh mir mal die Jacke an, ne? Wie bitte? Ich zieh mir mal die Jacke an, ne? Jo, mach das. Dann nicht noch irgendwie. Ah, Kaffee. Oh, ich nehme an. Oh, mach ich. Noch ein. Perfekt. Oh, ja, ich weiß nicht. Regeln wir dann gleich später. An der, ja, später. Ich weiß nicht, wer das war, aber wenn wir den herausfinden, dann. Ja. Ziemlich hohe Einsatzkosten, würde ich sagen. Wir fahren jetzt direkt hier links. Ach, langsam werden, ich komme auf deine Spur, okay. Um zu wenden. Wir fahren jetzt hier rechts. Verstanden. Ich pack hier einfach, ne? So, abschließen nicht vergessen, bevor uns die Aussehen mal klaut. Hab ich, alles gut. Den Hut kann ich einmal abziehen. Na gut, dann machen wir kurz das Schriftliche. Jo. Ich wäre noch in meinem Büro. Die anderen sind gerade. Die anderen sind gerade, meine ich, der RTW und der NF sind am Einsatz und die anderen sind, glaube ich, gerade beim ADAC mit ihren Fahrzeugen. Ah, okay. Ja, was habt ihr noch so rumstehen alles? Normalerweise? Normalerweise noch, ja, wie gesagt, dem, mit dem wir gerade auf Einsatz waren. Haben wir noch rumstehen, haben wir noch ein Cardio-Wicht rumstehen. Wir haben auch ziemlich viele hier, vielleicht können wir nochmal irgendwann nochmal alle zeigen. Ja, einfach jetzt hier ran. Ah, da links am PC. Und wir können auch einfach hier auf die Couch und das hier. Ja gut, Couch ist entspannter. Machen wir das so. Was haben Sie denn, also was soll ich denn alles beantworten? Also einfach nur, was so ungefähr gekostet hat. Also ja. Gekostet, Fahrzeuge, die benutzt wurden und sowas. Ja, also Tank habe ich jetzt, glaube ich, nicht ausgegeben. Okay, ich schreib schnell auf. So, ja bitte, also was Tank, nix. Wir sagen mal, Anfahrtkosten von der Polizei und von der Feuerwehr, was sagen wir? Weiß nicht, glaube, also da alleine das die Sondereinsatzfahrt, weil wir sind ja mit Co3 gefahren. Ich glaube, das kostet den Start, kostet bestimmt schon
Oh, ich glaube, das kostet bestimmt schon 5.000 nur für die Polizei und für die Feuerwehr ist ja nochmal teurer wegen den Fahrzeugen, weil die ja nochmal spezieller sind. Ja, ich würde einfach dann 15.000 machen für die Anfahrt. Ja gut, schreibe ich schnell auf. 15.000 Anfahrt. Dann würde ich tatsächlich noch, wir sind ja auch geschwommen, wir sind ja wirklich, haben wir mehrere Inseln abgesucht sozusagen. Ja. Die ganze Such, also ich weiß nicht, Suchkosten, aber auf jeden Fall, ich dann glaube, wie lange, also, die Geräte und so kostet bestimmt ja, schon nochmal 10.000. Aber ich, also wir haben ja nicht Generäte raus, aber die ganze Zeit, die wir gebraucht haben, um alles abzusuchen, haben wir ja auch nicht. Also diesmal waren wir ja alle nicht einsatzbereit. Und für nichts sind wir dann sozusagen dahin gefahren. Weiß nicht, wollen wir daraus, war ja nicht kurz und wir waren in der Zeit nicht einsatzbereit. Für so einen Schwachsinn. Wenn irgendwer so einen Spaßkopf den Notruf gewählt hat, was weiß ich, was sagt das, wie viel Geld? Weiß ich nicht, also ich würde sagen, dafür das kostet mindestens auch nochmal 10.000 Euro. Ja, 15.000, 10.000 wäre ich auch so. Ja, Rückfahrt kommt auch noch mit drauf, ist egal. Ja, das ist ja nicht so teuer wie mit Sonderfahrzeugen. Nö. Ich weiß nicht. Ich würde 5.000 machen. Ja, 5.000. Geräte haben wir nicht wirklich benutzt. Ja, das war's eigentlich, oder? Ja, das war's. Da sind wir dann bei 15 plus. Was hatten wir da gesagt? Was das gekostet? Einmal noch 15. Dann hatten wir die ganzen Kosten, waren dann, ich meine auch nochmal 10.000. Sind wir bei 25. Ja, dann nochmal, sind bei 30.000. Ja, 30.000. Also der das gewählt hat für seinen Spaß, der wird ordentlich Blech an müssen. Ich denke mal, die Versicherung von dem wird es nicht übernehmen. Nee, auf keinen Fall. Auch nicht kein Spaß hier. Ja, gut, dann warte, dann einmal noch schriftlich. Jo. So, da einmal bitte unterschreiben. Jo, wo? Genau. Da, ja. Unten. Jo. Dankeschön. Das ist dann nämlich den C30 ab und gebe den dir. Ja, bitte. Bei mir brauchen Sie nichts unterschreiben, bei mir habe ich alles. Ja, das ist. Okay. Und das schicke ich dann sozusagen in den Staat. Der Staat übernimmt das natürlich erstmal. Aber sobald der Findige gefunden ist, muss er natürlich auch, der wird wahrscheinlich seinen Anwalt einschalten, müssen wir dann natürlich auch für den Anwalt alles haben. Ja gut, dann machen wir das. Ja, dann bedanke ich mich. Ebenfalls. Schöne Arbeit mit dir. Jo, gleichfalls. Schönen Tag noch. Ciao, ciao.